Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und in Xenoverse 2 sind nun Ultra Instinct Goku und Jiren erhältlich. Wie bekommt ihr die beiden Charaktere? Nun, wenn ihr euch DLC 6 gekauft habt, also Extra Pack 2, dann sind beide Charaktere in eurem Charakterpool. Das Ganze ist nun erhältlich bzw. online. Heißt, ihr könnt es euch aus dem PSN Store kaufen oder wenn ihr es schon getan habt, bekommt ihr beide Charaktere in euer Charakterpool. Wir werden uns beide Charaktere heute anschauen und ihre Movesets ein bisschen kurz reingucken. Da würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Let's go. Son Goku Ultra Instinct gegen Jiren. Das wird echt spannend. Und an der Stelle natürlich müssen wir uns erstmal an die Form von Goku gewöhnen, denn das Ganze kam ja noch nicht im Anime. Aber wow, das sieht schon mal sehr schön aus. Im Anime kam das Ganze nicht, aber im Spiel ist schon da. Sei es nun, das ist nicht das heutige Thema, sondern wir gucken uns die Movesets der beiden Charaktere an. Boah, so wie Goku schwebt, ist echt nice. Okay, let's go. Gucken uns erstmal die Standard-Kombos an. Und zwar, wenn wir einmal hier Viereck durchrattern, let's go. Okay, das hat jetzt auf jeden Fall schon in sich gehabt. Wie sieht es mit Dreieck-Kombo aus? Oh, nice. Das ist cool. Okay, das sah auf jeden Fall nice aus. Aber wir machen einfach mal gekonnt weiter. So eine Kombo zum Beispiel. Sehr cool. Oder die etwas abgespeckte Version. Bam. Nice, sehr cool. Verpassen wir wieder mal schön eine. Zack. Und geben ihm noch eine. Gucken wir sofort, wie packt denn, wie greift denn unser Goku zu. Boah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut, dann schauen wir aber auch mal, wie unser Boy der Ultra Instinct Goku ausweicht. Denn das ist wirklich einzigartig. Bam, bam. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr cool gemacht. Und wie es mit den Sprints? Passt auch alles sehr geil. Sehr schön. Nice Moves jetzt auf jeden Fall bis jetzt. Boom. Okay, da habe ich jetzt mal ein paar wilde Tasten gedrückt, ein paar Kombos rausgehauen, die Plays. Aber jetzt gucken wir uns mal die Superattacken an. Nämlich, da gibt es eine schöne Reihe. Wir haben zum einen Meteor Crash, Standard Nahkampfangriffe. Hat auf jeden Fall was. Meteor Crash kennt sicherlich jeder. Kamehameha ist auch am Start. Wenn wir das einmal betätigen, können das Ganze auch aufladen. Und zwar sieht das Ganze aufgeladen dann so aus. Sehr cool. Fliegende Faust ist auch ganz cool. Wenn wir das einmal betätigen, boom. Brennt so eine fliegende Faust, quasi so ein Haki-Schlag. Aber wenn wir das aufladen, kommen mehrere Hiebe hintereinander. Und das sieht echt cool aus von der Animation. Das haben sie geil gemacht. Zack, 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 zack. Der Sound ist auch cool. Hört mal her. Nice. Erhebender Geist ist quasi seine Aufladung, ja, seine Key-Ladung. Das Ganze sieht das. Also die Animation davon ist auch recht cool, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir mal die dann nicht anvisieren und uns das Ganze so anschauen. Das hat auf jeden Fall auch was Cooles. Aber dann visieren wir unseren Boy Jiren mal an. Sofortiger Aufstieg ist eine Ausweichmöglichkeit, eine Ausweichtechnik. Wenn das betätigt, verlieren wir Stamina, ganz klar. Und können aber so einmal aufsteigen oder seitlich, wo auch immer hin, uns teleportieren, ausweichen quasi. Gut, jetzt kommen wir aber mal zu den schweren Geschützen. Super Kamehameha. Quasi eine Standardkamera mehr, aber sieht dennoch cool aus auf unserem Boy Ultra Instinct Goku. Sehr cool, aber Leute. Schaut euch diese Ulti an. Göttliche Tat. Einarmige Genki Dama. Ultra Instinct Genki Dama. Die Ulti sieht echt geil aus. Göttliche Tat. Macht ihrem Namen auf jeden Fall alle Ehre. Sehr, sehr cool. Aber seit dem letzten Extra Pack gibt es ja auch noch den Limit Breaker. Dadurch bekommen unsere Charaktere für eine kurze Zeit erhöhte Werte. In dem Fall steigt Gokus Angriff und die Key Auto Erholung. Ich breche hier einmal ein, zwei Kombos raus und dann schauen wir mal, was seine Ulti noch drauf hat. Wie das Ganze, was für einen Impact das hat. Wenn wir mal die göttliche Tat aktivieren. Die Ulti ist echt, also die ist wirklich wunderschön. Göttliche Tat. Macht seinen Namen alle Ehre. Genau, soviel zu Ultra Instinct Gokus Moveset. Würde sagen, wir schauen uns direkt mal Jiren seins an. Let's go. Gut, dann schauen wir uns mal an, was unser Boy Jiren drauf hat. Jiren, die Sirene, sage ich immer gerne. Frag mich nicht warum. Anyways, Jirens Entrance, ganz klar, Superhelden-like. Er selbst ist auch wirklich mal sehr breit gemacht worden. Also schaut euch das mal bitte an, wie breit denn der. Wow! Vor allem, wenn er hier läuft.
Also von seiner Breitness, von seiner Breitheit, von seiner Breite hat er nichts verloren. Aber sie haben echt gut getroffen, finde ich, von der Pose und dem Ganzen. Wir hauen natürlich erstmal die Standard-Comps raus und dann werden wir uns die Super-Attacken anschauen. Die vierfache, sag ich. Viereck-Kombo. Sieht folgendermaßen aus. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Wie sieht's mit der Dreieck-Kombo aus? Das Ganze verfolgt folgendermaßen. Oh. Shiren und seine Sprünge, ja. Schön Superhelden-like. Okay. Boah. Ja, seht ihr, das meinte ich mit seinen... Er und seine Sprünge, ja. Er kann es wahrscheinlich gar nicht lassen mit seinen Sprüngen. Oh, nice. Zack! Ich finde das immer so witzig, wie sie da zuhauen. Zack! Steh auf, Kakarot. Mal gucken, wie G denn zugreift, unser Boy. Wow, okay. Rage. Gut, dann schauen wir auch mal, wie unser Dude G denn ausweicht. Nämlich Superhelden-like mit einer Rückwärtsrolle. Also, es ist echt ein bisschen... Das ist typisch G-Den-like, finde ich irgendwie. Passt das, ja? So wie der Anime da steht, Arme verschränkt, ja, Rücken gegen Gegner. Und wenn wir ihn einen verpassen wollen, kommt sein Superhero-Sprung. Gut, dann schauen wir uns mal die Super-Attacken von Jiren an. Er hat ähnlich wie Ultra Instinct Goku auf der Dreieck-Taste Meteor Crash. Vier-Taste ist ein Power-Einschlag, nennt sich das Ganze. Wenn ihr das einmal betätigt, sieht das folgendermaßen aus. Drückt ihr das aber voll und ganz und der Gegner wird die ganze Zeit gehittet, dann kommt auch seine... Ja, Hero-Pose, sagen wir es mal so. Genau, und wenn wir die Kreistaste betätigen, R2-Kreis, dann fangen wir an zu meditieren. Wenn wir das Ganze gedrückt halten, dann kriegen wir unseren Boost. Einmal betätigen, haben wir am Anfang gesehen, bringt quasi nichts. Aber wenn wir das Ganze, wenn wir uns ein bisschen in der Meditation halten, bekommen wir unseren Boost. Aufladen tut sich der Boy, maximal Ladung, so sieht das Ganze aus. Ja, ist gar nicht mal so schlecht, der Rotnaura hat auf jeden Fall was. Aber wenn wir uns seine Ausweichfähigkeit anschauen, dann ist das der Superfrontsprung, typisch Superhelden-like. Einmal hinter den Gegner bitte. Und auf der Dreieckstraße ist eine volle Kraft-Energiewelle. Ja, es geht, also es ist nicht so spektakulär. Aber was spektakulärer ist, ist sein Kraftsprint. Zurück! Da haut er einfach nur wild auf den Gegner ein und will ihn einfach nur zerstören. Wichtige Information bei dieser Ulti beim Kraftsprint ist, ihr könnt das nur machen, wenn ihr zuvor meditiert habt, beziehungsweise euren Angriffsboost habt. Wie wir hier sehen, kann ich das Ganze nicht anwenden, aber wenn ich in die Meditation gehe, dann kann ich das im Nachhinein wieder anwenden, wie ihr hier seht. Let's go. Genau, und natürlich hat dieser Dude auch sein Limitbrecher im Limitbrecher. Limitbrecher hat er balancierte Autoabwehr. Wenn wir auf den Gegner hier mal Ultikon einschlagen, zack, dann sehen wir auch, zu was der Dude im Limitbrecher natürlich fähig ist. Und die Ulti hauen wir an der Stelle natürlich auch noch raus, um das Ganze im Limitbrecher zu sehen. Let's go. Genau Leute, so viel zu den Movesets von Ultra Instinct Goku und Jiren an der Stelle. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr auf jeden Fall auch mehr Xenoverse 2 Content haben wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.